Ein Hotel am Rhein in Bad Godesberg. Aber nicht irgendein Hotel. Inhaber Fritz Dresen führt das geschichtsträchtige Rheinhotel in vierter Generation. Wie sein Vater Fritz, sein Großvater Fritz und sein Urgroßvater Fritz. Hier residierten deutsche Kaiser und Kanzler, Präsidenten und Politiker, Diktatoren und internationale Filmstars. Das Hotel war das erste Hotel am Platze. Wir sind ein Spiegel der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Das Rheinhotel Dresen war Nobelherberge und Gefangenenlager, Diplomatensitz und Flüchtlingsheim. Auf jeden Fall landeten wir ja am Rheinhotel Dresen. Und das war ja der Unterschied wie Tag und Nacht. Von der Kaiserzeit bis zur Bonner Republik. Das Dresen auf Du und Du mit der deutschen Geschichte. Es ist schon irre, was in diesem Haus alles passiert ist. Als fünfte Generation hier heute zu sitzen, ist schon unglaublich und erfüllt mich mit Stolz. Hier haben wir eine kontinuierliche Abfolge von Ereignissen auf kleinstem Raum unter diesem einen Dach. Das findet sich in Deutschland und vielleicht auf der Welt so nicht noch ein zweites Mal. Aber warum ausgerechnet hier, in der tiefsten rheinischen Provinz? Zufall? Bestimmung? Warum ausgerechnet das Weiße Haus am Rhein? Das Dresen liegt am Tor zum malerischen Mittelrhein. Ausgangspunkt für Ausflüge in das Herz der deutschen Rheinromantik. Ob Petersberg oder Rolandseck, Drachenfels oder Drachenburg, seit dem 19. Jahrhundert zieht der deutscheste aller deutschen Flüsse Touristen an. Seitdem betrieb die Familie Dresen hier in Godesberg-Rüngsdorf ein Ausflugslokal. Urgroßvater Fritz Dresen und Frau Adelheid waren nicht die erste Generation im lokalen Gastgewerbe. Bereits seit den 1820ern existierte eine Gaststätte im Ort. Nachteil, sie lag nicht am Rheinufer. Dann hat man eben oben vom Gasthaus Brote und Milch und weiß ich was und Bier hier runtergebracht, um die Touristen und die Menschen, die hier auch die Schiffe betreuten, zu versorgen. Und dann haben die irgendwann mal gesagt, also jetzt alles immer von oben nach unten, das machen wir nicht mehr. Und jetzt bauen wir hier unten eine Glashalle am Rhein, wo wir die Menschen bewirten können. Und das hat sich so bewährt, dass dann mein Urgroßvater gesagt hat, und an der Stelle, genau an der Stelle am Rhein, bauen wir jetzt ein Hotel. Und zwar ein Grand Hotel. 1893 begannen die Arbeiten. Mit seiner Herberge am Rheinufer machte Fritz Dresens Urgroßvater von Anfang an klar, dass er nicht kleckern, sondern klotzen wollte. Die Lage für ein Hotel ist bis heute hier ideal. Das Dresen liegt am Rand des Godesberger Villenviertels. So heißen die noblen Straßenzüge zwischen Rhein und Godesburg bis heute. Ganz offiziell. Um die Wende zum 20. Jahrhundert entwickelte sich der einstige Kurfürstensitz zunächst zum Treffpunkt wohlhabender Kreise aus Adel und aufstrebendem Großbürgertum. Und nicht wenige von ihnen ließen sich hier nieder, um ihren Ruhestand zu genießen. Pensionopolis hieß Godesberg bald. Die Gäste kamen aus Köln, Wuppertal und dem verrußten Ruhrgebiet, des milden Klimas und des Heilwassers wegen. Aufgrund dessen darf sich Godesberg seit Ende des 18. Jahrhunderts Kurbad nennen. Godesberger Mineralwasser wurde in Tonkrügen abgefüllt und bis nach Brasilien verschifft, auf Weltausstellungen verkauft und es durfte sich Getränk der englischen Königin nennen. Das edle Godesberger Mineralwasser wurde damals selbstverständlich im Hotel Dresen ausgeschenkt. Am Rheinufer gelegen lud das Hotel Tagesausflügler ein, ebenso wie betuchte Touristen aus ganz Europa, die hier Ruhe, Rhein und Romantik genießen wollten, mit fließend Wasser auf jedem Zimmer. Das Hotel war das erste Hotel am Platze. Der Urgroßvater war sehr modern eingestellt und hatte den richtigen Riecher für die Zeit und für die Wünsche, die die Menschen hatten. Ein Stromnetz gab es noch nicht, aber wir brauchten natürlich Strom.
Und die Eröffnungsfeier, da ist auch nachzulesen, dass das Haus voll elektrifiziert sei und abends erstrahlte. Ein hauseigener Stromgenerator sorgte damals für das elektrische Wunder, das nicht nur den Kastaniengarten in Licht tauchte. In den 1930er Jahren erhielt der Kastaniengarten seine beeindruckende Glasfront und, kleine Sensation, ein bewegliches Glasdach, das bei Bedarf komplett geöffnet werden konnte. Damals. Heute funktioniert es nicht mehr. Das Haus ist in die Jahre gekommen. In 130 Jahren ändert sich manches. Johannes Jungwirth, gelernter Archäologe und selbst Hotelier, hat alte Schriftstücke des Rheinhotels ausgegraben. Im Auftrag des jetzigen Inhabers ordnet er aus Dutzenden unsortierten Kisten und Kästen ein Hausarchiv. Darin findet sich so manch Kurioses und Erstaunliches aus der Frühzeit des Rheinhotels. Das ist eines der ältesten Dokumente. Vom Dezember 1897, also 3 Jahre nach Eröffnung des Hauses, von einem großen Konzert, was hier stattgefunden hat, einem Militärkonzert. Also Militärmusiker haben hier Konzerte gegeben. Und das war damals wohl auch gang und gäbe, dass gerade Militärkapellen Konzerte gegeben haben in großen Hotels. Dass das noch im Original vorhanden ist, großartig. Ein begeisterter Fan dieser Militärkapellen war ein Bonner Student und passionierter Reiter, Wilhelm von Preußen, Sohn Wilhelms II. Und damit deutscher Kronprinz. Der Kronprinz hat in unserem Garten Militärkonzerte dirigiert. Die kaiserliche Familie, also der Nachwuchs, studierte in Bonn und ritt am Rheinufer entlang und wechselte bei uns die Pferde. Das war ja von Bonn bis Rüngsdorf dann schon eine kleine Strecke. Und so landeten sie dann bei uns. Denn wer dann irgendwann den Rhein entlang reitet oder auch heute fährt, muss bei uns vorbeikommen. Schon Wilhelms Vater, seine Majestät der Kaiser, hatte in Bonn studiert. Auch später reiste er immer wieder ins Rheinland. Seine Schwester Viktoria wohnte im Bonner Palais Schaumburg. Gern kam Wilhelm auch ins Dresen. Einer seiner Besuche dort ist in besonderer Erinnerung geblieben. Kaiser Wilhelm II. Hatte hier ein Quartier im Hause während des Krieges. Und man sagt, dass er mit dem Säbel in unserer Drehtür, die es heute noch genauso gibt, hängen geblieben ist und auf die hochwohlgeborene Nase gefallen sein soll. Was alle, die es beobachtet haben, nicht erfreut hat, das wäre die falsche Formulierung, aber doch sehr belustigt hat. Wie der Kaiser selber darauf reagiert hat, ist nicht überliefert. Zu diesem Zeitpunkt hatte Fritz Dresen Junior das Hotel bereits von seinem Vater übernommen, der 1912 starb. Auf den jungen Chef warteten schwierige Jahre. ...1914. Die anfängliche Kriegsbegeisterung ließ schnell nach. 4 Jahre lang brachten deutsche Truppen Tod und Leid über die Völker Europas. Und zu Hause wurde gehungert. Dann hieß es Kapitulation. Die deutschen Truppen zogen sich geschlagen zurück. Ein einziges Foto existiert aus dieser Zeit vom Hotel Dresen, beim Rückzug über den Rhein. Das Rheinland besetzten Engländer, Belgier und Franzosen. Und das Hotel Dresen gleich mit. Monatelang diente es alliierten Truppen als Hauptquartier. Neben den Besatzern machte ein anderer ungebetener Gast dem Hotel zu schaffen. Und das bis heute. Das Rheinhochwasser. Es bringt das Hotel immer wieder in arge Bedrängnis. In den überlieferten Unterlagen finden sich hunderte Fotos von den fast jährlich wiederkehrenden Fluten. Die schlimmsten in der mageren Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, in der es im Gastgewerbe eh nicht rund lief. Anfang der 20er gab es hier 2 extreme Hochwasser, die die Familie Dresen an den Rande der Insolvenz gebracht hat. Zum Glück konnte damals tatsächlich über einen Privatkredit das Haus weitergeführt werden. Ansonsten hätte das hier auch ganz anders enden können.
Mit dem Boot in den Festsaal. Für die Dresens waren die 20er nicht die goldenen, sondern die nassen Jahre. Die hübsche Lage am Rhein. Bis heute Segen und Fluch zugleich. Der Fluss bringt Gäste und Geld, aber eben auch nasse Füße. Vor allem der Weinkeller mit tausenden Flaschen Champagner, Sekt und Rheinwein lief jedes Mal voll, hinterließ stinkenden Schlamm und viel Arbeit. Der Weinkeller ist nicht mehr in Betrieb, weil er eben zu häufig unter Wasser steht. Wir haben den früher als Weinkeller deshalb genutzt, weil er exzellente Voraussetzungen für einen Weinkeller hat. Dicke Backsteinmauern, es ist stets dunkel, leicht feucht, immer die gleiche Temperatur. Ideale Bedingungen, um Wein zu lagern. Hochwasserweine, das war unser Thema eigentlich jährlich. Was passiert mit dem Wein, der hier gestapelt liegt, in Regalen oder auch in Fächern? Ja, er treibt auf, liegt in irgendwelchen Gängen, die Etiketten sind kaputt und alles ist völlig verschlammt. Und das hat dann natürlich zur Folge, dass man sie so nicht mehr präsentieren kann. Also haben wir sie abgebraust, Flasche für Flasche, schön getrocknet, in Seidenpapier eingepackt und dann in den Verkauf nach oben ins Restaurant gegeben. Titel Hochwasserwein. Und alle Weine kosteten dasselbe. Und das fanden Gäste schon durchaus interessant und haben dann auch diese Gelegenheit genutzt und haben gesagt, gut, schlechte Weine haben sie bei Dresden sowieso nicht, also wir riskieren das und probieren mal. Anfang der 1990er Jahre erlebte das Dresden wieder zwei schwere Hochwasser kurz hintereinander, innerhalb von 13 Monaten. Und das brachte das Hotel hart an den Rand der Insolvenz. Und da stand das Wasser im Erdgeschoss tischhoch. Alle Räume, die Küche, alle Lagerräume standen komplett unter Wasser. Und das erste haben wir noch geschafft. Das zweite hat uns dann schon etwas an die Grenze gebracht, weil wir in der Zwischenzeit gar keine Gelegenheit hatten, neues Geld zu verdienen. Doch heute wie gestern gilt, sobald es der Rhein erlaubt, kommen die Gäste in Scharen. In den 1920er Jahren waren es Touristen aus ganz Europa und Prominenz aus Politik und Gesellschaft. Reichspräsident Friedrich Ebert stieg hier ebenso ab wie Außenminister Gustav Stresemann. Filmstar Marlene Dietrich ebenso wie der junge Hans Albers. Und ein in Deutschland noch unbekannter Schauspieler. Stummfilmabend im Konzertsaal des Hotels. 1 a.m., 1 Uhr nachts, von Charlie Chaplin aus dem Jahr 1916. Bei seiner Deutschlandreise 1921 hatte wohl Charlie Chaplin im Rheinhotel Dresden Station gemacht. Pianist Stefan Graf von Bodmer begleitet regelmäßig mit seiner selbst komponierten Musik Klassiker der frühen Filmgeschichte. Das ist schon ein ganz besonderer Ort hier. Zum einen ist das ein über 130 Jahre altes Haus und das macht mir sowieso immer Spaß. Diese alten Orte, die haben eine Aura, die haben neue Orte einfach noch nicht. Aber was natürlich diesen speziellen Ort so besonders macht, ist, dass Chaplin ja hier Gast war. Das heißt, am selben Ort, wo Chaplin gewesen ist und gegessen hat und seine Witze gemacht hat, zeigen wir jetzt seine Filme. Also für mich ist es was ganz Besonderes. Hartnäckig hält sich das Gerücht, der spätere Darsteller des großen Diktators hätte damals im Dresden Tür an Tür mit genau dem Menschen gewohnt, mit dem er nichts gemein hatte, außer dem Schnurrbart. Der echte Diktator aber kam erst 5 Jahre später ins Rheinhotel. 1926 schrieb sich Adolf Hitler in der Nobelherberge ein. Als staatenloser Schriftsteller, wie die Registrierungskarte verrät. Am gleichen Tag reiste Rudolf Hess an. Kein Zufall, dessen Eltern waren regelmäßige Gäste im Dresden. Hitlers späterer Stellvertreter hatte das Internat Pädagogium besucht, nicht weit vom Hotel entfernt. Hitler wollte also aus München kommend ins Rheinland, um auch hier Wahlkampf zu machen und fragte, kennt sich da einer aus? Jawohl, sagte Hess, da kenne ich das Dresden und da bestelle ich Zimmer. Was der auch telegrafisch getan hat und dann kam dieser Eintrag, Hitler, Adolf, Schriftsteller, staatenlos, Wohnort München.
1926 war Hitler nicht mehr als der Anführer einer obskuren kleinen Krawallpartei am äußersten rechten Rand. Und pleite. Er war auf der Suche nach Finanziers. Hitler war zu diesem Zeitpunkt quasi mittellos. Er war im Grunde auf Bewährung entlassen, ein Ex-Häftling, unterstützt, finanziert von Gönnern, der sich diese ganze Woche, die er in Dresden damals wohnte, eigentlich gar nicht leisten konnte. Das hinderte ihn nicht daran, wiederzukommen. Immer wieder. Bald galt das Dresden als Lieblingshotel des Führers. Mehr als 60 Mal stieg er hier ab, oft mit seiner gesamten Entourage. Hotelier Fritz Dresen und seine Frau Maria gehörten bald dazu. Historikerin Heike Görtemarker hat sich intensiv mit Hitler und seinem engsten Umfeld beschäftigt. Zwischen Fritz Dresen und Hitler bestand seit Mitte der 1920er Jahre ein Vertrauensverhältnis. Hier trafen sich Parteigenossen im Hotel, Freunde, Anhänger. Und Hitler vergaß es Fritz Dresen nie, dass er ihn beherbergt und unterstützt hat in einer Zeit, in der er politisch noch nichts war. Das Dresen wurde für Hitler zum wichtigen Stützpunkt im Rheinland. So wichtig, dass er über Jahre eine ganze Suite ausschließlich für sich freihalten ließ. Zwei Zimmer, Bad, Balkon sowie Konferenzraum. Dauerhaft freigehalten, nur für den Fall, dass er spontan an den Rhein wollte. Rechnung an die Reichskanzlei. Das ist, wie man sieht, das Schlafzimmer einer Suite, die wir haben. Und diese Suite und dieses Schlafzimmer haben einen besonderen historischen Bezug, weil Adolf Hitler hier oft übernachtet hat. Wir werden sogar ab und zu noch danach gefragt, aber es erinnert natürlich nichts mehr an das, was mal war. Im Originalzustand ist hier nichts mehr erhalten. Diesen Balkon hat auch Adolf Hitler intensiv genutzt für Gespräche mit seiner Entourage, aber auch für private Stunden. Ein wenig Erholung gesucht, weil er eben den Blick so liebte und den Rhein insgesamt. Wir haben es jetzt im Moment verhängen müssen. Das Haus ist mehr als 100 Jahre alt und da sind Renovierungen unumgänglich. Und das ist die Vorbereitung für die Renovierung dieses Balkons. Ein Balkon mit Blick auf den legendären Drachenfels, zur Erholung für den Führer, für Gespräche mit seiner Gefolgschaft. Aber auch zu politischen Propagandazwecken eignete sich das Hotel Dresen hervorragend. Zur Inszenierung des Führerkults am deutschen Schicksalsstrom, dem Rhein. Das Hotel Dresen war natürlich eine perfekte Kulisse. Mit dem Rhein, mit dem Siebengebirge. Das war deutscher Mythos. Das war Siegfriedssage. Darauf konnte man sich sehr gut beziehen. Und das war ja das, was die Nationalsozialisten immer wieder taten, dass sie ihre eigene Ideologie mit der Historie umgaben. Nicht nur als Kulisse und zur Mythenbildung nutzte Adolf Hitler das Rheinhotel. Juni 1934. Die Spitze der SA sollte entmachtet werden. Die mächtige Sturmabteilung der Partei. Hitler rief die gesamte Führungsspitze der Nationalsozialisten zusammen. Nicht irgendwo, sondern im Rheinhotel wurden die letzten Schritte der Aktion vorbereitet. Unter dem Namen Röhmputsch sollte sie bekannt werden. SA-Führer Ernst Röhm war kurz zuvor noch gern gesehener Gast im Dresen. Jetzt stand er auf Hitlers Todesliste. Es ging nicht nur um die Entmachtung der SA, sondern sich im Zuge dessen auch aller innerparteilichen Gegner und auch anderer Widersacher zu entledigen. Und Hitler führt diese letzte Besprechung, bevor er nach München fliegt und dann an den Tegernsee fährt, um Röhm zu verhaften. Diese letzte Besprechung führt er im Hotel Dresen. 4 Jahre später wurde das Dresen sogar zur Bühne, auf der sich Weltgeschichte abspielt. Im September 1938 wurde der britische Premierminister Neville Chamberlain am Rhein erwartet und auf dem Petersberg gegenüber untergebracht. Ganz Godesberg war auf den Beinen.
Chamberlain hatte Adolf Hitler zuvor auf dem Obersalzberg besucht, um mit ihm ein Abkommen zur Sudetenfrage auszuhandeln. Die ganze Welt schaute nun auf das Hotel am Rhein, wo Fritz Dresen den deutschen Diktator wie üblich persönlich empfing. Im beschaulichen Ambiente ging es um nicht weniger als eine Eskalation der Sudetenkrise zu verhindern. Für Hitler ist das natürlich erste Wahl. Das sind Parteigenossen, zu denen er da fährt. Da ist auch Platz, da sind Konferenzräume. Und hier konnte man ungestört sein. Anders als Berlin, das Hitler ohnehin nicht besonders mochte. Er wählt das Dresden. Das ist seit Jahren sein Schutzraum, sein Stützpunkt. Und Chamberlain kommt hier im Grunde auf Hitlers ureigenstes Terrain. Die freundliche Begrüßung durch Hitler war nur Maskerade. Nachdem er den Konflikt um die deutschsprachige Minderheit in der Tschechoslowakei monatelang angeheizt hatte, drohte er bei der Godesberger Konferenz ultimativ mit Krieg, sollten seine Forderungen nach Gebietsabtretung nicht erfüllt werden. Hitler bekam seinen Willen, Chamberlain gab nach. Eine Woche später sollten die führenden Staatsmänner Europas das Münchner Abkommen unterzeichnen. Für den Moment schien die Kriegsgefahr gebannt. Peace for our time, verkündete Chamberlain stolz. Doch das Papier, mit dem er wedelte, war nichts wert. Bald sollte Hitler seinen Krieg doch noch bekommen. Aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges ist nicht allzu viel erhalten im Hotelarchiv. In den wenigen Unterlagen aber findet sich ein Schreiben, das es in sich hat. Ein Kondolenzbrief an Maria Dresen nach dem Tod ihres Mannes Fritz aus dem Führerhauptquartier. Das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Dokument, verfasst von Adolf Hitler Ende September 1944. Der Krieg ist schon längst verloren. Und trotzdem nimmt er sich die Zeit und schreibt einen relativ langen Brief, wie ich finde, an die Witwe von Herrn Dresen, wo er sich bedankt für die Gastfreundschaft, die er und seine Getreuen in all den Jahren hier genossen haben. Das zeigt halt schon die Wertschätzung für dieses Haus. Und das geht darüber hinaus. Er hat noch sogar etwas Handschriftliches hier drunter geschrieben, was ich aber leider nicht entziffern kann. Das persönliche Beileidsschreiben Hitlers an Witwe Maria Dresen hat einen tieferen Grund. Noch zwei Monate zuvor war die Hoteliersgattin zu Gast auf dem Obersalzberg, Hitlers Privatresidenz, zur Hochzeit der Schwester von Eva Braun, Hitlers versteckter Geliebten. Maria Dresen war eine enge Vertraute von Eva Braun, eine mütterliche Freundin. Und es passte auch zu Hitler, dass er seine Freundin, von der ja niemand wissen durfte, weil er sich ja als einsamer Führer stilisierte, im Grunde in die Hand vertrauter, loyaler Anhänger und Freunde gab. Maria Dresen war eine Frau, der auch Hitler zutiefst vertraute, denn sie begleitete Eva Braun auf Reichsparteitage, auf einen Staatsbesuch, nämlich nach Italien, und auch auf private Reisen. So auf ihrer Fahrt ans Nordkap 1939, bei der Eva Braun wie immer viel fotografierte und ihre Begleiter filmte. Auch Maria Dresen. Eigentlich ist die Beziehung zwischen Großmutter und Eva Braun oder auch zwischen Großmutter und Adolf Hitler selber schon befremdlich. Denn das geht natürlich doch über reine Gastgeberrolle hinaus. Und wenn sie dann damit konfrontiert werden, dass ihre Großeltern zu diesem Mann eine besondere Beziehung haben, dann ist das schon merkwürdig, ja. Muss man tief durchatmen. Aber so erklärt sich, dass Adolf Hitler sich noch Ende 1944 die Zeit nahm, einen persönlichen Brief an Maria Dresen aufzusetzen, die Witwe seines Kampfgenossen, wie er schrieb. Was aber hat es nun mit der kurzen handschriftlichen Notiz auf sich, die Hitler unter den Kondolenzbrief setzte? Hannelore Hohlsträter ist geprüfte Graphologin. Die Handschriftenexpertin hat zugesagt, zusammen mit Enkel Fritz Dresen, die Notiz Hitlers zu entschlüsseln und zu deuten. Das ist jetzt hier der Passus, den wir nicht entziffern können. Genau, weil es eine andere Ausgangsschrift ist. Hitler hat offensichtlich
in der Schule eine ganz andere Ausgangsschrift, nämlich die deutsche Schrift, gelernt. Ich fange mal hier vorne an, nochmals. Das erkenne ich an diesem deutschen H mit dem Ausdruck. Das ist mir aufgefallen, das D, damit wusste ich schon, hier ist irgendwas mit D am Ende und noch ein U, also Ausdruck des Herzlichsten. Da ist wieder die deutsche Schrift mit dem langen S, was von ganz oben bis ganz unten reicht, mit dem Herzlichsten Beileid. Also nochmals mit dem Ausdruck des herzlichen Beileids. Wenn ich mir die Schrift anschaue, dann hätte ich eigentlich erwartet, dass die Schrift sehr viel ungleichmäßiger, sehr viel abrupter und sehr viel zerfranster wäre, wie zum Beispiel das letzte Wort Beileid, weil er in einer fast aussichtslosen Situation steckt, die es eigentlich auch wissen muss. Und dafür ist seine Schrift noch sehr gehalten, sehr gespannt, hat eine gute Spannung noch. Und da staune ich also sehr, dass das sich nicht hier in diesen paar Zeilen so darstellt. Eigentlich benötige man mehr Text zur Beurteilung, sagt Graphologin Hohlsträter. Doch die kurze Notiz Hitlers zeigt Wirkung. Es war also zu Beginn ein Gefühl der peinlichen Berührtheit zunächst einmal. Hitler als der Dämon schlechthin schreibt persönliche Briefe an meine Großmutter zum Tode ihres Mannes. Das berührt einen. Aber wenn man es sich in Ruhe vor Augen führt, wie es dazu wohl gekommen sein mag, dann ist das verständlich, dass so etwas hier jetzt auf dem Tisch liegt. Zur gleichen Zeit, als Witwe Dresen Hitlers Dankesworte erreichten, beherbergte das mondäne Rheinhotel längst nicht mehr die Entourage des Führers und auch keine Gäste. Im Bonner Stadtarchiv stieß Norbert Schlossmacher auf unscheinbare Rechnungen aus dem Jahr 1944, ausgestellt von einer Godesberger Kartoffelhandlung. Adressat der Rechnungen: das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar. Da bin ich natürlich stutzig geworden, weil natürlich wurden damals keine Kartoffeln von Godesberg nach Buchenwald geliefert. Und die Lieferung ging an ein Außenkommando Winzerstube. Und da bin ich auf die Suche gegangen und habe dann in den Godesberger Akten gefunden, dass Winzerstube in der Tat der Deckname oder Codename für das Rheinhotel Dresen war. Das Hotel wurde weiträumig mit Stacheldraht und Wachtürmen umgeben und es gab etwa 60 SS-Leute, die dieses Haus bewachten. Bis zu 150 sogenannte Ehrengefangene des Führers saßen hier ein, unter anderem die Schwester von Charles de Gaulle. Hitlers Lieblingshotel als Gefangenenlager? Auf diese Idee kam wohl Heinrich Ahlef, der NS-Bürgermeister von Bad Godesberg. Gut vernetzt und ein enger Freund von Hotelier Dresen. Die beiden Herren waren sich einig, dass der Krieg verloren sei. Und jetzt müsste man irgendetwas tun, um das Hotel und die Stadt zu retten. Und dann haben die gesagt, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwelche wichtigen Menschen hier in das Hotel bringen. Damit ist die Stadt geschützt und das Hotel geschützt. Und jetzt lassen wir unsere Drähte in Berlin mal spielen. Denn es war ja eine Win-Win-Situation. Für das Rheinhotel Dresen war es ein sicheres Einkommen in diesen schwierigen Zeiten. Und andererseits waren die dort Inhaftierten eine Art Faustpfand, die möglicherweise garantierten, dass Bad Godesberg von den Bombenangriffen verschont blieb. Ob der Deal mit dem Gefangenenlager der Grund war? Jedenfalls blieben in Godesberg die Häuser aus der Gründerzeit unbeschädigt, während Bonn und benachbarte Städte zerstört wurden. Anfang März 1945 wurde das Hotel den amerikanischen Truppen übergeben. Das Interesse der Kriegsreporter am Rheinhotel war groß. Das Dresen war in den USA bestens bekannt als Ort des Hitler-Chamberlain-Treffens, das letztlich in den Krieg geführt hatte, in dem sie gerade kämpften. Deshalb filmten die US-Militärkameraleute ausgiebig hier, während vom Einmarsch im benachbarten Bonn keine bewegten Bilder existieren. Der oberkommandierende General Eisenhower, der spätere Präsident, blieb dann so um die 3 Wochen, glaube ich, hier, um dann weiterzuziehen. Und danach blieb das Haus, wen wundert's, immer noch beschlagnahmt. Denn dann kamen Flüchtlinge aus dem deutschen Osten ins Haus. Es gab hier nicht so furchtbar viele Möglichkeiten, diese Menschen unterzubringen.
Und so residierten sie eben in dem Fall wirklich und auch jahrelang bei uns. So wie Ingrid Heinrich. Das ist ja schön zu sehen. Das hat sich ja enorm verändert. Es war ein ganz schlichter, hässlicher Raum. Ich glaube, auch die Kronleuchte hat es nicht gegeben. Ingrid Heinrich aus Stettin in Pommern kam 1948 ins Rheinhotel mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder. Zusammen mit 60 anderen Flüchtlingen teilten sie sich den Platz im Konzertsaal. Anderthalb Jahre lang. Hinzu kam, um ein wenig Privatsphäre zu haben, hatten sich die Menschen ihren Bereich mit Pappe und Decken abgeteilt. Ich würde sagen, an der Wandulm waren wir untergebracht. Da standen die Betten und hier standen die Betten. Und hier war der Tisch. Ja, es ist heute weitaus schöner, ja. Bevor wir überhaupt hier nach Godesberg kamen, sind wir schon durch zwei Lager gezogen. Ja, Pöppendorf bei Lübeck war unsere erste Station. Da haben wir noch auf Strohsäcken geschlafen. Und Wipperfürth, da waren eben, also was ich sehr in Erinnerung behalten habe, diese mehrstöckigen Betten und eine Baracke mit Toiletten und Waschräumen. Nach zwei Jahren in Auffang- und Durchgangslagern wurden die Heinrichs 1948 von Wipperfürth nach Bad Godesberg geschickt. Als wir hier ankamen, da gab es schon in dem Haus, also in dem Hotel als solche, da wohnten schon Flüchtlinge. Und da hatten die Familien immer je ein Zimmer. Und wir kamen in diesen Konzertsaal. Und das war ja der Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Hier gab es keine doppelstöckigen Betten mehr, wie gesagt. Hier waren die Betten, also Einzelbetten, ja. Auch irgendwie mit Abstand und auch eine Küche, also sowas war eine Veranda, wo man kochen konnte. Also es war schon ein gewisser, für damalige Zeit, ein gewisser Luxus. Wo wenige Jahre zuvor noch Hitler residierte, waren jetzt bis zu 400 Flüchtlinge untergebracht. An der Hygiene mangelte es. Wir hatten ja überhaupt keine Möglichkeit, irgendwo zu duschen. Es gab wirklich nur Waschbecken, wo man so diese berühmte Katzenwäsche machte. Das hatte auch zur Folge, dass sich kleine Tierchen auf meinem Kopf versammelten. Ich habe wohl, wie das so üblich ist, dass man sich kratzt, ne? Und das ist wohl meiner Mutter aufgefallen. Und daraufhin hat die nachgeschaut und hat eben diese Bewohner entdeckt. Und das war hier unten in dem, ich glaube, das war der Weinkeller, ja, das war der ehemalige Weinkeller, hat sie mich dann gekämmt und hat mir meine schönen, dicken Zöpfe abgeschnitten. Die mussten dran glauben. 1949 wurden Ingrid Heinrich und die anderen Flüchtlinge ausquartiert. Denn die Besatzungsmächte hatten das Hotel beschlagnahmt und ließen es komplett umbauen. Nur die Grundmauern blieben stehen. Alles andere wurde modernisiert. Aus dem Flüchtlingslager wurde der Sitz des französischen Alliierten Hohen Kommissars. Drei Jahre lang sollte über dem Rheinhotel die französische Flagge wehen. Die Bundesrepublik Deutschland ist gegründet. Bis zur letzten Stunde arbeiteten Architekten und Handwerker an der Vollendung des Plenarsaales, dem Kernstück des neuen Parlamentsgebäudes in Bonn. So fügte es sich, dass nicht nur die große Politik in die rheinische Provinz kam, sondern auch die internationale Diplomatie. Die ersten Länder knüpften Beziehungen mit der Bundesrepublik und richteten sich häuslich ein, vor allem in Bad Godesberg. 43 Botschaften und 51 Residenzen gab es hier. Die größte, die US-amerikanische Botschaft. Sie sind alle längst nach Berlin umgezogen, aber besuchen kann man sie immer noch mit einer Botschaftstour.
Michael Wenzel, gebürtiger Godesberger, Journalist und Buchautor, führt regelmäßig Besuchergruppen durch das einstige Diplomatenquartier. Das chinesische Konsulat ist eines der wenigen, die noch da sind. Die Diplomatenrundfahrt dauert mal länger, mal kürzer. Aber sie endet immer hier, im Dresen. Denn nach dem Auszug des französischen Hochkommissars 1952 wurde es wieder Hotel. Und zwar ein Diplomatenhotel. Die ersten Gesandten und Diplomaten, die nach Bonn kamen, die mussten ja irgendwo bleiben, ne? Und die hat man dann hier in das Rheinhotel Dresen geschickt, weil also viele Möglichkeiten, irgendwo mal länger zu bleiben, gab es gar nicht. Und die ersten kamen, haben sich hier im Hotel niedergelassen, jetzt nicht für 3 Tage, sondern eher für Wochen, Monate und dann auch für Jahre. Die nächsten, die in Bonn landeten, sagten, wo sind denn die anderen 3 Diplomaten? Ja, die wohnen in Dresden, ja, dann gehen wir da auch hin. Also das Dresen war durch diese Situation die Keimzelle aller diplomatischen Vertretungen, war der Grund dafür, warum Godesberg überhaupt sich zur Diplomatenstadt entwickelt hat. Und das hatte den schlichten und einfachen Grund, dass die am Anfang alle hier wohnten. Einem Diplomaten gefiel es im Dresen sogar so gut, dass er gleich 6 Jahre lang blieb. Mit der Bundeshauptstadt kamen auch internationale Konferenzen ins Rheinhotel. Zahllose deutsch-französische Freundschaftstreffen tagten hier in den 50er und 60er Jahren. Wirtschaftskonferenzen und hochkarätig besetzte deutsch-amerikanische Konsultationen mit der obersten westdeutschen Politikerriege. Es war die Ära des ersten deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer. Die Adenauer-Jahre waren goldene Zeiten für das Dresen, ja, das kann man sagen. Weil Adenauer dem Hause eh schon vertraut, offensichtlich doch viele Geschichten hier ins Haus gezogen hat. Und das verbreitet sich dann, das steigert wieder den Namen und die Anziehungskraft. Und so kommt dann eine kleine Welle in Bewegung. Das hat uns gut getan. Jenseits von Parlament und Ministerialbürokratie trafen sich die Größen der Bonner Politik im Dresen. Aber es wurde nicht nur konferiert, sondern auch konsumiert. Im Hotelarchiv findet sich eine Rechnung von 1953 an das Auswärtige Amt über knapp 1000 D-Mark. Damals viel Geld für 28 Mittagessen. Die Jungs haben sich's aber ganz gut gehen lassen. Dazu kamen knapp 17 Flaschen Wein, unzählige Sherrys, Schnäpse, 23 Hennessy alleine, 29 Zigarren. Und auch Cognac war damals durchaus beliebt und völlig selbstverständlich. Und Zigarren auch. Viele Herren ließen sich aus Köln hierhin chauffieren, lunchten zu zweit und jeder trank eine Flasche Wein. Jeder. Mittags. So. Also so machten es die Diplomaten auch. Das gehörte dazu. Man lebte gut vom Regierungsviertel. Das wusste auch Fritz Dresen, als er Anfang der 70er den Betrieb übernahm. Nicht nur Bundespräsident Carstens beehrte das Weiße Haus am Rhein zu privaten und offiziellen Anlässen. Bundeskanzler Schmidt kehrte nach Ausflügen gern hier ein. Und auch Helmut Kohl war in den 80ern häufig gesehener Gast. So hätte es weitergehen können. Doch in den 90ern wurden die Bonner nervös. Nur wenige Kilometer vom Hotel entfernt, im Bonner Wasserwerk, stand eine überlebenswichtige Entscheidung an. Sollte nach der Wiedervereinigung Berlin wieder Hauptstadt werden? Einen ganzen Tag lang wurde debattiert. Das Ergebnis war knapp. Die Entscheidung fiel für Berlin. Für den Antrag Vollendung der Einheit Deutschlands, Berlin-Antrag, 337 Stimmen, Enthaltung. Für das Haus hier hieß das keine Gäste mehr. Wir hatten Politiker, Journalisten, Künstler und begleitende Wirtschaftsmenschen, die unsere Klientel darstellten. Und die waren von einem auf den anderen Tag einfach weg.
Wir waren eingekesselt von Umzugswagen. Wir sind hier im Hotel von diplomatischen Vertretungen umzingelt gewesen. Und die zogen alle gleichzeitig um. Und das ist ein ganz schreckliches Gefühl. Man fühlt sich alleine gelassen, war ein herber Schlag. Aber wie der Rheinländer so ist, sagte er, nun geht es weiter, Ärmel wieder hochkrempeln, neue Ufer ansteuern. Fast drei Jahrzehnte später. Das Rheinhotel hat den Regierungsumzug nach Berlin einigermaßen verkraftet. Gut, Politik und Prominenz sind weniger geworden. Genug zu tun gibt es trotzdem. Familienfeiern, Touristen und Geschäftsleute sind es heute vor allem, die sich hier einbuchen. Aber wie wird es weitergehen? Seltener Besuch aus den USA. Tochter Anna-Maria Dresen soll bald das Traditionshotel in fünfter Generation übernehmen. Seit rund 20 Jahren lebt und arbeitet die Hotelfachfrau im Ausland. Da haben wir doch immer zum Mittag gesessen, oder? Ja, ganz ja, genau. Da saß die Schäfer. Weil das von da der kürzeste Weg war. Und für uns völlig ausreichend. Zweitens hatten wir immer den Blick über den gesamten Garten und die Gäste saßen immer vorne an der Front. Immer vorne, richtig. So ist das bis auf das jetzt flachfallende Mittagessen ist eigentlich alles andere geblieben. War so ein bisschen wie unser Wohnzimmer hier, oder? Hier ja, haben klar. Wir so viele Mittage verbracht nach der Schule. Dann hatten wir natürlich das tolle Dach mit der Konstruktion auf und zu gehen. Das sieht heute natürlich ein bisschen anders aus. Ja, das mit dem Glas war nicht mehr haltbar, das ging nicht. Das haben wir dann abgebaut, haben die Konstruktion aber stehen lassen. Da müssen wir gucken, ob wir einen Weg finden, es wieder anders zu überdachen. Denn mit Glas, das geht nicht, ist einfach zu schwer, der Brandschutz und ich weiß nicht. Das ist alles zu umständlich. Das Glasdach im Kastaniengarten ist nur eine der Baustellen, um die sich die künftige Chefin im Rheinhotel kümmern muss. Man hat natürlich sehr viel Respekt. Es ist eine Herausforderung und das ist die gleiche Herausforderung, die unsere Familie, unsere Vorfahren über die Jahrzehnte, Jahrhunderte gelebt haben. Sehr viel Geschichte, sehr viel Tradition natürlich und die möchte man ja auch in der richtigen Weise weiterführen. Das ehrwürdige Rheinhotel muss für die Zukunft fit gemacht werden. Pläne dafür gibt es, reichlich. Auch für ein ganz besonderes Vorhaben. Die Fassade soll ihr altes Gesicht zurückerhalten, das es bis zur französischen Besatzungszeit hatte. Der Bonner Architekt Marc Schrah liefert dazu die Entwürfe. Hier in dem Bereich sieht man, dass wir die gerade Fassade und das Flachdach wieder weggenommen haben. Wir haben den Ziergiebel an der Stelle wieder aufgebaut und dem Ganzen auch eine Dachfläche dahinter gegeben, die wir dann mit dem Hauptdach verbinden würden. In einigen Jahren könnte das Rheinhotel in altem Glanz wiedererstehen. Das sieht man auch auf den historischen Zeichnungen, die wir an der Stelle haben. Und hier halt eben das ganze Geschoss weniger. Was ist mit dem Erker passiert? Weg. Abgeschnitten, genau. Einfach weg. Warum und wieso? Man ist halt hingegangen und hat die ganzen Stuckelemente entfernt und so weiter. Was aber auch nicht überall ging. Ne? Also hier unten sieht man ja, die sind alle noch da. Und insofern ist das eigentlich ein bisschen schade, weil man sieht, man hat dem Gebäude was weggenommen, was eigentlich auch wirklich dahin gehört hat. Ne? Ich finde die Idee toll, das Haus wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen, denn die Hotels, die heute gebaut werden, das würde nicht passen mit den Türmchen und dem Jugendstil. Aber zu uns passt es und wir haben die Geschichte. Wenn wir das in der nahen Zukunft umsetzen könnten, wäre das ein Traum. Ein Traum, der Ur-Urgroßvater Fritz Dresen sicher gefallen hätte. So wird die über 100-jährige Geschichte weitergeschrieben. Die Geschichte vom Weißen Haus am Rhein.